Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Thief. Beim letzten Mal haben wir den Diebesfänger General ausgeschaltet, obwohl ich das eigentlich nicht so gerne getan habe. Aber, ja gut, ich hatte, glaube ich, im Endeffekt auch keine große andere Wahl. Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich meinen ganzen Stuff noch verkaufen kann, bevor ich hier zum ich letzten... Ich bin nicht allein hier. Kapitel übergehe. Soll das heißen, ich bin nicht allein? Ich hasse es, bitte nicht. Oh, meine Nerven. Ich krieg zu viel. Ich suche mir jetzt einfach einen Weg aus und den gehe ich. Und das ist... Oh nein, ich höre sie schon. Oh nein. Da oben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles wird gut. Rosa, ich bin ein Gänseblümchen. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Dich mag ich gar nicht. Du könntest bitte... Schön, dass ich vorhin noch Explosionspfeile gefunden habe. Zwei Stück. Mit denen komme ich aber leider nicht sehr weit. Und ich wette, es gibt noch mehr von denen. Ich würde es gerne nochmal mit den Leuchtbomben probieren. Habe ich davon denn noch ein paar? Ja, vier Stück habe ich noch. Okay, das hat ihn zumindest beinahe ausgeschaltet. Noch ein Feuerfall hinterher und ist Geschichte. Nice. Ich wette aber, das war nicht der letzte. Und durch diesen verkackten Nebel hier ist es natürlich nochmal schwieriger, die zu sehen. Und die Schreckmomente können natürlich wieder jederzeit und immer und überall und oh, ich mag es nicht. Ach, die hören sich auch schon so schrecklich an. Es tut mir leid, ich bin immer so still bei diesen Parts. Aber ich kann... ach, da oben ist schon deine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er kommt hier hin. Oh, Hilfe. Kann ich hier hoch? Bitte sag mir das hinein. Kann ich nicht. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich will das nicht. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Ich warne dich. Nicht wegpacken. Ich brauch den doch. Warum zum Henker packst du das immer weg? Kommt der wieder hier hin? Nein. Ich glaube, der läuft da vorne in eine Patrouille. Ugh. Also ich mag... gepackst. Ich weiß auch nicht, was die Viecher mit mir machen, wenn die mich mal in die Finger kriegen sollten. Die Wachen, die töten mich ja einfach nur. Aber was machen die? Okay, 33 Meter habe ich noch. Also es wird definitiv nicht der letzte Part gewesen sein hier. Das ist schon mal klar. Da unten hockt noch einer. Hier oben rannte, glaube ich, auch einer rum. Ja. Okay. Also ich denke mal, ich gehe da oben rum. Muss jetzt nur schauen, dass ich den ausgeschaltet bekomme. War es da schon? Ist er tot? Wie es aussieht, ist er tot, ja. Ich würde es begrüßen, wenn das Feuer ausgehen würde. Dankeschön. Okay, jetzt ist es zumindest aus. ich muss in die Richtung weiter. Psst. Die Musik ist böse. Ich mag die Musik nicht.
Das ist normalerweise die Musik, wenn die Viecher mich entdeckt haben. Glaube ich. Was ist das denn? Sag mir nicht, ich kann hier nicht weiter. Oh nee. Oh nee. Oh Mann, oh. Ich hasse es, wenn ich keinen Überblick habe, Leute. Und da unten habe ich momentan keinen Überblick. Ich weiß nicht, was da unten ist und was auf mich lauern könnte. Und deshalb... Ja gut, der Vorteil ist, dass es hier überall dunkel ist. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Warum zum Henker muss ich hier runter, wenn ich doch hier... Warum kann ich nicht einfach irgendwie mit einer Spitzhacke hier so einen Weg wie bei Minecraft, so einen Weg durch die Wand bauen? Das wäre doch viel angenehmer. Ah, ich höre sie schon. Hi. Überraschung. Au. Das war nicht so schlau. Ist egal, zumindest ist er tot. Das war aber, glaube ich, mein letzter Explosionsfall, genau. Jetzt kann ich die Viecher halt nicht mehr töten. Okay. Ich versuche einfach mal hier runterzugehen. Um Gottes Willen. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Halt, nicht, nein, nein, pfui, pfui. Ich will erstmal da durchgucken. Okay, sieht jetzt nicht so furchtbar schlimm aus, aber sieht auch nicht schön aus. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Ups. Wenn jetzt von hinten irgend so ein Viech angerannt kommt, dann schrei ich. Häng ich wieder an der Decke. Oh Gott, es will, oh Gott, es will, oh Gott. Es ist hell. Es ist verdammt hell. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Stoße ich mir nur den Kopf bei. Das Boot. Die Götzen waren fleißig. Noch eine von Orions Ideen, die nie in See stechen. Heiliger, was ist das denn? Das Boot. Die Götzen waren fleißig. Noch eine von Orions Ideen, die nie in See stechen. Ja gut, sorry, ich wusste nicht, dass er das nochmal sagt, wenn ich jetzt auf Z drücke, aber... Hi, lecker. Ne, so viel zu der Meerluft. Oh, lebende Menschen. Okay, Moment, ich muss mal kurz die Sounds hier ein bisschen... Sprecherlautstärke ist aber doch ganz hoch. Ich gehe mal lieber wieder auf Lautsprecher, dann passt das schon. Musiklautstärke ist okay. SFX, vielleicht zählt das ja darunter. Ich weiß es nicht. Guck ich mal. Okay. Weiter geht's. Autsch. Entschuldigung. Ich muss mich mal kurz ein bisschen neu hinsetzen hier. Neue Karte? F1? Ach so, hier kann ich da... Ah, okay, okay. Was ist das? Gibt es ja auch sowas wie ein, eine Legende oder sowas? Also das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und das? Keine Ahnung. Ja, muss ich erstmal gucken. Also ich habe zumindest einen geheimen Weg gefunden hier. Das ist schon mal cool. Nice. Okay, Lichter ausmachen ist nicht. Das heißt, schnell speichern und versuchen, irgendwie hier hochzukommen. So. Assassin's Creed for the win. Also ich muss schon sagen, Garrett ist verdammt sportlich. Okay, wie kann ich da jetzt loslassen?
So, okay, sehr schön. Was sollte das jetzt für ein... Ach so, ich kann da gar nicht anders rüber, verstehe. Das ist gut zu wissen. So, 23 Meter habe ich noch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, ach Gott, Zeit habe ich auch noch. Okay, du darfst bitte verschwinden. Geh auf deinen Posten zurück, mein Freund. Sonst kriegst du Ärger mit Orion. Wenn du deine Arbeit hier nicht machst. Ich glaube ja wohl. Oh, nicht, dass der mich jetzt hier gleich bemerkt, wenn der hier lang geht. Nee, ne? Nee. Wie schwer Mord ist. Bemerkt mich nicht. Ja, der da oben ist noch ein bisschen. Der könnte mir noch zum Problem werden. Oh. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ganz ruhig. Alles ist gut, Fusa. Oh, da ist der nächste. Shit. Wo geht der hin? Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Er guckt hier in die Richtung. Schön. Nein. War das ein Mensch oder ein Schatten? Ein Schatten. Da ist offenbar nichts. Okay. Ich muss hier durch, richtig? Ich habe keinen Wasserfall mehr. Die Maschine des Barons ist zerstört. Die Götzen der Dämmerung sind stark. Da war aber noch eine Falle, verdammt. Ich muss dieses Fallen-Dingsbums... Ich... Das ist scheiße, man. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Wasserfalle mitgenommen. Okay, verzwiebelt euch. Weg, 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 weg. Los, schnell. Beeil dich doch, Mann. So. Geschafft. Gut, gut. Hey, Überraschung. Hier komme ich nicht weiter. Ich glaube, der steht aber die ganze Zeit nur da rum, ne? Der macht nichts. Einmal schnell speichern. Darf ich mitgucken? Hat mich nicht bemerkt von da oben. Ist schon irgendwie... Ne? Du solltest mal über deine... Einer meiner Zähne wackelt. Berufung nachdenken. Die Türen wurden verriegelt. Und wir stehen auf dieser Seite. Mit dem Mann, vor dem Orion flieht. Wird er uns retten oder einfach verlassen? Das ist die Frage, Leute. Zweifelst du an Orion? Hat er nicht alle seine Versprechen gehalten? Alle? Mehr als das. Wir stehen in seiner Schuld, Leben für Leben. Dieser schwarze Kerl wird nicht der Letzte sein. Dieser schwarze Kerl. Du denkst, er verschweigt uns etwas. Es muss so sein. Wo lernt ein Mann aus dem Volk solche Reden zu schwingen? Oder Krankheiten zu heilen? Er ist kein Medikus. Nicht? Wie kommt ihr denn aus so einem? Ich bin Orion dankbar, aber ist er wirklich einer von uns? Bist du blind? Er hat für uns gekämpft. Für sein Volk. Was ist mit Jacob, Sally, mit allen, die auf der Straße ihr Leben ließen? Mit allen, die an ihn geglaubt haben? Du wirst sehen, Bruder. Wenn unser Banner an jedem Turm der Stadt weht, wirst du es sehen. Okay, sorry, ich war wieder sehr still, aber ich finde es immer blöd, hier halt rumzureden, wenn die gerade am Quatschen sind. Ich finde das immer ganz interessant, was die so reden. Wie es aussieht, sind schon alle auf dem Schiff. Leider auch der Landungssteg. Tja, ich komme auch so an Bord. Na super. War klar, dass ich... Es war so klar, dass das nicht so einfach wird. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wenn ich hier runter... Ach, da unten diese Viecher... Ist das ein Händler? Ist das wieder ein Händler? Das ist ein Händler, ne? Ist das so schön? Einfach, das Spiel hat mit eingeplant, dass ich nicht mehr in die Stadt zurückkomme und hat mir deswegen hier Händler mit auf den Weg gegeben. Komme ich da überhaupt hoch? Nee, ne? Nee, da komme ich nicht hoch. Ich muss sowieso runter, okay. Hopp. Hallo, mein Freund. Ihr seht doch alle gleich aus, irgendwie.
Denn da irgendwas zu mitnehmen? Nein. Aber du hast jetzt natürlich nicht die schönen Sachen, die Geh mir... Geh nachsehen. Ja, gerne. Du hast jetzt natürlich nicht die schönen Sachen, die mir die anderen Händler verkaufen könnten, wie diese ganzen Upgrades und den ganzen Stuff. Okay, auf jeden Fall Wasserpfeile. 3 Stück nur? Ach komm schon. Warum hast du mir da so wenig? Ich habe schon 5500. Erstickungspfeile? Na gut, die habe ich bisher nicht so viele gebraucht. Sägezahnpfeile auf jeden Fall. Explosionspfeile? Damit schieße ich mich nur selber tot. Feuerpfeile sind ganz gut. Seilpfeile? Habe ich noch 3. Wenn ich 5 habe, ist mir das lieber. Stumpfer Pfeil, Bohrignett. Leuchtbombe? Ich glaube nicht, dass in dem Schiff auch noch so ein paar von den Viechern rumlaufen, aber sicher ist sicher. Nahrung? Immer. Mohn habe ich, glaube ich, noch her. Ja gut, das ist halt alles, womit er mir helfen kann. Ich hätte, wie gesagt, sehr gerne noch diese ganzen Upgrades jetzt gekauft. Aber ja, kann ich jetzt wohl nicht ändern. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Kann ich hier drüber? Nein, kann ich nicht. Ah, hier. Ah, okay. Gut. So. Hier kurz in der Ecke verkrümeln und vor allem schnell speichern. Mal ganz kurz einen Blick auf die Zeit werfen. Ja, ich muss den Part auch schon wieder beenden. Dann ist unser nächstes Ziel, auf das Schiff zu kommen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem bin ich gespannt, was ich dann auf dem Schiff finden werde. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ist mir aber egal. Und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wirklich Dinge links drin. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!